Musikschulen-News-TV des Verbandes Deutscher Musikschulen auf der Frankfurter Musikmesse 2018. Wir berichten über die Neuerscheinungen unserer fördernden Mitglieder. Ich bin jetzt beim Helpling Verlag und bei mir ist der Chef des Helpling Verlages, Alwin Wollinger. Wir haben gerade schon so ein schönes gelbes Emblem da oben gesehen, Best Edition. Die Verleihung war gerade vor einer guten Stunde. Thema Stimme, Herr Wollinger, was verbirgt sich denn dahinter? Ja, also erstmal vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, wir haben heute den Best Edition bekommen als Auszeichnung für ein besonders qualitativ gut gemachtes Medium, in diesem Fall eine CD-ROM, die zum ersten Mal zeigt, was eigentlich beim Singen und Sprechen im Körper und Inne vor sich geht. Wie ist das gemacht? Die Sängerinnen und Sänger wurden ins MRT gesteckt und jetzt kann man also praktisch wie auf einer Röntgenaufnahme sehen, was macht das Zwerchfell, was macht der ganze Vokaltrakt, Zunge, Wurzel, Gaumensegel. Man kann also die Vokale und die Konsonanten sehr gut beobachten. Und grundsätzlich wird darüber hinaus auf dieser DVD-ROM der ganze Stimmapparat auch in seiner Funktion erklärt mit 3D-Animationen. Ist im Grunde genommen ein ideales Medium, wenn man so will, für jeden Sänger. Aber ganz ideal in kleinen Portionen auch immer für den Gesangsunterricht. Ob das jetzt Musikschulebene ist oder Hochschulebene. Die DVD-ROM bietet fast 100 Filme rund um den Funktionsapparat der Stimme und bringt ganz neue Erkenntnisse. Ja, vielleicht können wir das doch mal zeigen, wie es aussieht. Ja, und passend zum Wetter der letzten Woche haben Sie gleich schon vorgesorgt und gesagt, also Weihnachten naht, Weihnachtshits für Tastenkids, das reimt sich sogar. Man kann zum Thema Weihnachten nicht früh genug anfangen. Das ist jetzt hier ein Beispiel für unsere wachsende Serie an Klavierliteratur für Schüler. Das sind im Prinzip verschiedene Heftreihen, die wir jetzt entwickeln. Mhm. Zum einen leichte Spielliteratur für Anfänger, die jetzt hier auf der Liedebene aufbaut. Ja, können wir vielleicht mal zeigen. Immer mit leichten Sätzen und aber auch immer einem Extra, was kann man noch wissen zu Instrumenten rundherum, zu Komponisten, zu musikalischen Phänomenen. Es ist also immer ein bisschen mehr als ein reines Klavierheft. Na ja. Eine ähnliche Konzeption geht diese Reihe. Da geht es um das Blattspiel lernen, was man ja nicht hoch genug einschätzen kann, egal in welchem Klavierlernalter man sich befindet. Das Prinzip ist so, dass es immer einen leichten Klaviersatz gibt und getreu dem Motto erst die eine Hand, dann die andere, dann zusammen. So funktioniert das methodische Prinzip. Ziehen sich diese Stücke durch und dann gibt es immer auch eine Extra-Stimme, die für die Lehrkraft gedacht ist oder eben auch für Instrumentalbegleitung, falls man jetzt im Gruppenunterricht unterrichten möchte. Ja. Also eine sehr schöne Reihe, immer auch mit CD hinten drin, sodass also die Schülerinnen und Schüler sich das alles anhören können. Ähnlich geht auch diese Reihe weiter, Jazzy Pieces, wo eigentlich Spielfertigkeiten jetzt im popularen Bereich trainiert werden und bis hin zur Improvisation. Mhm. Da sehe ich ja schon wieder Weihnachtsbaum. Ja, es ist schon wieder, ich habe ja gesagt, man kann nicht früh genug anfangen. Thema Weihnachten auf der vokalen Ebene ist ja immer spannend und da wird immer viel gebraucht und man ist auch immer dankbar für neue Hinweise. Diese Reihe, dazu gehört zum Beispiel auch dieses afrikanische Heft, ist eine Reihe, die Kopiervorlagen beinhaltet. Man hat also die Sätze einstimmig, zweistimmig und eine Klavierbegleitung. Und das ist auch schon alles, was man als Chorleiter braucht. Das heißt, man kann das Kopieren an die Schüler austeilen, auch in der Musikschule für die Vokalensembles. Und das ist also ein niederschwelliger Einstieg. Man muss nicht kopieren, man setzt sich auch nicht der Kritik aus, dass man irgendwas kopiert, was man nicht kopieren darf. Das sind Kopiervorlagen und damit wächst jetzt ein sehr gutes Repertoire rund ums Jahr. Ah ja. Ja, was für die Musikschule noch interessant sein könnte, ist unser neues großes Material zum Thema Bläserklasse. Ja.
Jetzt gibt es schon einige auf dem Markt, auch sehr erfolgreiche. Die haben aber alle den Nachteil, dass sie sich sehr stark auf das Instrumentale fokussieren, dass es vor allem Spielmaterial ist. Laserklasse kann aber und soll aber auch mehr sein, weil gerade wenn man im Hinblick auf die allgemeinbildende Schule denkt, die Laserklassen, die dort eingerichtet werden, auch in Kooperation mit den Musikschulen, laufen meistens über 2 Jahre. Und der Nachteil ist, dass in 2 Jahren im Prinzip die Lehrplaninhalte völlig vernachlässigt werden. Die Schüler können zwar nachher ein Instrument spielen, sind auch geschult im Ensemblespiel, aber alles das, was Lehrpläne ausmacht, die Curricula der Bundesländer zum Thema Musikgeschichte, Musiklehre, Formenkunde, alle möglichen Themen, die werden meistens dann eben vernachlässigt. Und dieses Werk versucht die Quadratur des Kreises, das ist das Lehrermaterial, ja. Sehr gewichtiges Lehrermaterial. Das heißt, es gibt ganz viel Spielmaterial, also auch hier sieht man die Partituren, es gibt sehr viel Instrumental, Didaktisches, aber es gibt eben, das spiegelt sich im Schülerbuch dann wieder, sehr viele Inhalte, die eben sich mit Musiklehre befassen, mit Gattungen, mit Notenlernen, mit Komponisten. Es gibt immer Anwendungsübungen, das ist ein Verbrauchsmaterial, hier wird also reingeschrieben. Und dieses ein Heft begleitet dann eine Bläserklasse ein Jahr lang. Achso, über ein Jahr lang. Und es gibt dann für das zweite Jahr ein eigenes Heft. Gibt es für 12 Instrumente. So ausgefeilt ist auch keine andere Bläserklasse, weil wir auch Instrumente genommen haben, wie zum Beispiel Oboe, die doch immer wieder mal nachgefragt wird. Und also Holzbläser und Blechbläser sind da gleichermaßen gut vertreten. Ja. So viel zur Bläserklasse. Wir haben was Romantisches liegen. Ja. Das ist sozusagen eine wirklich gewichtige Neuerscheinung auch im vokalen Bereich. Es ist jetzt natürlich schon für die Musikschule gedacht High-End, das heißt, es ist 4-stimmiger gemischter Chor, ist aber ein Meilenstein, weil dieses Buch Romantik, hier geht es um weltliche Romantik, wirklich 125 Chorwerke vereint, auch viele davon, die eben noch nicht so bekannt sind, zusammengestellt nach einem europäischen Gedanken, sind also über 30 Komponisten aus ganz Europa, aus der Zeit Ende 18. Jahrhundert bis Anfang 20. Jahrhundert, man spricht ja auch vom langen Jahrhundert der Romantik, in gut singbaren und sorgfältig edierten Chorsätzen, sodass man also mit einem solchen Buch sehr, sehr lange rauskommen kann. Reingucken. Sehr notenlastig, aber eben alles, was man zum Singen braucht. Ja. So, und vielleicht zum Abschluss noch. Wir hatten eben das Schülerarbeitsheft gesehen für die Bläserklasse. Also ja. Verbrauchsmaterial. Die Schülerinnen und Schüler können und sollen das, was sie lernen, auch anwenden. Sie sollen auch schreiben. Sie sollen Musik erfinden. Die Bläserklasse ist natürlich ein bestimmtes, geschlossenes Konzept. Wir haben so etwas Ähnliches gemacht jetzt hier mit diesem Arbeitsheft. Das folgt einer Liedersammlung, die im Grunde genommen ab dem Lernalter 10, 11 Jahre dann ansetzt. Wenn man so will, für die allgemeinbildende Schule gesprochen, für die Sekundarstufe 1, also Klassen 5 aufwärts. Jetzt gibt es zu diesem Liederbuch Sing und Swing, was jetzt ein Standardwerk geworden ist inzwischen, ein Schülerarbeitsheft. Und dieses Arbeitsheft hat also eine ganze Reihe Anwendungsmöglichkeiten. Es ist sehr lebendig, sehr bunt gemacht. Es gibt Rätsel, es gibt Dinge zum Erfinden, zum Komponieren. Das, was Sie jetzt hier rot sehen, ist die Lösung. Wollte ich gerade fragen. Das genau. Sieht schon nach Lösung aus. Das sieht auch fertig aus. Das ist sozusagen das Masterheft für die Lehrkraft. Die weiß dann, was ist eigentlich hier gefordert. Die muss sich nicht lang vorbereiten. Man schlägt die Seiten auf und hat dann gleich das Unterrichtsmaterial. Hier befinden wir uns im Kapitel zum Thema Rhythmus. Es gibt immer auch was für Bewegung dabei und so zieht sich das durch. Auch hier lernt man eben sozusagen die ganze Musiklehre, ein bisschen was auch zur Instrumentenkunde, rund um die Themen, die im Grunde genommen zwischen 5. und, wenn man so möchte, 8. 9. Klasse wichtig sind. Aber alles an Liedern. Und alles sozusagen, wenn man möchte, parallel zu diesem Liederbuch. Und in dieser Zusammenstellung ist es eigentlich ein sehr schönes Lern-, Lehr- und Verbrauchsmaterial auch für die Musikschule. Und das wäre dann das? Das ist das Liederbuch. Buch, was man in der genau. Klassenstärke dann ja. vorhanden hätte. Ne? So ist es.
Ja, und vielleicht als allerletztes für die, die über das Instrumentale und die Musiklehre hinaus noch einen Überblick bekommen möchten, ein ganz neues Material, Epochen der Musikgeschichte. Es ist eine Quadratur des Kreises, denn wie kann man 4, 5 große Epochen der Musik in 80 Seiten abbilden? Das ist eigentlich fast nicht möglich. Wir haben es trotzdem gewagt. Es ist die große Kunst des Weglassens, aber eben auch der komprimierten, dezidierten Darstellung. Als Überblick auch ideal geeignet eigentlich parallel zum Instrumentalunterricht in der Schule sowieso. Mit prägnanten, kurzen Texten, mit Notenbeispielen, mit guter Bildauswahl. Und es gibt dazu eben eine DVD auch mit Filmen, die Musik aller Epochen repräsentieren und natürlich den ganzen Audiohörbeispielen. Das alles ist didaktisch aufbereitet. Wir haben hier Fragen dazu und ja, im Prinzip der ganz große Bogen bis zur zeitgenössischen Musik. Und wenn man so will, eigentlich nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für jeden interessierten Erwachsenen eine sehr gut gemachte, kompakte Darstellung. Ja, herzlichen Dank, Herr Wollinger. Ja, ich danke Ihnen, Herr Dank.